Hallo, herzlich willkommen. Wir schauen uns in unserem Video jetzt an, wie es zum Thema Fremdhundebegegnung und Leinenaggression unter Umständen auch Therapiemöglichkeiten gäbe. Es geht um die Rekonvaleszenz von der kleinen Ocean. Die Ocean ist Mali-Schäfer- und Mischlingshündin, 2 Jahre alt. Und geht so ein bisschen in die Wut, in der Leinenaggression, geht so ein bisschen sehr in die Aufregung, ist etwas ungehalten. Und wir würden jetzt versuchen, ob wir unterschiedliche Zonen ihres Brennpunktes mal wahrnehmen, wenn ihr ein fremder Hund im Sichtfeld so ein bisschen auf Entfernung entgegenkommt. So, wir gehen jetzt erstmal 2 Meter mit der Leinenführung und du versuchst jetzt mal ohne Fremdhunde-Sichtkontakt eine ruhige, entspannte Leinenführung mit ihr hinzubekommen, Mitte des Weges, und versuchst so ein bisschen ins Gespräch zu kommen mit ihr. Ich gehe mal einen Schritt von euch weg, dass sie nicht auf mich achtet, dass du mit ihr im Gespräch bist. Versuch sie vor allen Dingen auch freundlich zu kontaktieren, indem du ihr mal ein Angebot machst. So. Körper wieder aufrecht, ein bisschen lockerer. So, und jetzt lässt du sie mal in die lange Leine und lässt sie mal Hund sein. So, gib sie frei. So, drehen mal langsam. Schönes Bewegungsbild, sehr schön. So, und jetzt würden wir uns mal der Aufgabe zuwenden. Ich erkläre dir jetzt kurz, welche Zonen wir vermuten zu sehen. Wenn wir jetzt mit der Ocean, das ist jetzt Gold wert, genau, mal so ein bisschen Hund sein, pinkeln, stehen bleiben, schnuppern, entspannen. Das ist ja nun mal auch ein Schäferhund-Thema, dass man irgendwie immer so ein bisschen angespannt draußen ist. Also, wir werden jetzt einen kleinen Weimaraner entgegenkommen lassen, der in der Leine geführt wird und eigentlich keine Spannung reinbringt. Der ist ja noch recht entspannt und noch ein bisschen Baby. Und wenn wir mit der Ocean jetzt quasi so laufen, dass sie das erste Mal den Weimaraner sieht, möchte ich, dass du noch nichts machst, sondern erstmal versuchst zu lesen, wie reagiert sie, was ist ihre erste Reaktion, wenn sie den Weimaraner sieht. Idealerweise zeigt sie ein Oha, da ist was. Und dann warten wir immer noch darauf, hätte sie irgendeine Idee, sich daraufhin mit der langen Leine, sie ist ja nicht in der Leinenführung, mit dir in Verbindung zu bringen. Würde sie quasi die Information an dich weitergeben und sagen, Daddy, da ist was. Ich habe da was gesehen, das bringt mich in Unruhe. Wenn sie das zeigt, wenn sie ein Signal zurückgibt zu dir als Gruppenmitglied, würdest du dieses Signal ruhig lobend mit richtig gemacht, klasse, bisschen Nähe produzieren, da reagiert sie schon, ne? Dadurch, dass ich mich so ein bisschen ruhig entfernt habe und sie quasi eingeladen hat, fühl dich hier wohl, fühl dich bei uns beiden wohl, ne? Dass sie sich bei dir kurz wohlfühlt. Wenn sie bei dir angekommen ist, nimmst du die Leine kürzer, bist immer noch entspannt und gehst dann in eine ganz freundliche therapeutische Leinenführung reizabgewandt. Du würdest sie ab da am Weimaraner vorbei begleiten, weil du gesagt hast, ich finde das mega, du hast dich mit mir verbunden, du hast das genau richtig entschieden. Ja. Ab da würdest du versuchen, quasi die Harmonie der Gruppe aufrechtzuerhalten. Was nicht heißt, dass sie an dir vorbeikommen darf. Das heißt, du würdest schon Leitplanke spielen mit dem Bein, würdest aber versuchen, nicht zu emotional korrigieren. Du korrigierst so wenig wie möglich und versuchst sie aber reizabgewandt in ruhiger Bewegung irgendwie an dem kleinen Weimaraner vorbeizubekommen. Dass sie danach quasi auch wieder mit dir Gruppe formulieren kann, was keinen Streit gab. Ich will also euch ohne Streit versuchen zu programmieren, da ist was, ich verstehe dich, Ocean, es ist nicht einfach mit Fremdhunden. Und wir versuchen irgendwie neue Mechanismen auszuprobieren, gemeinsam. Okay. Okay. Lange Leine, genau, unbedingt lange Leine, damit wir tatsächlich lesen können, wie sie gleich auf den Hund reagiert, wenn sie den sieht. So, jetzt ist sie noch mit anderen Dingen beschäftigt, da hat sie Kontakt. Richtig gut, klasse. Ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben, Leine verkürzen, nochmal ein bisschen. Jetzt nochmal, warte darauf, dass sie sich nochmal einmal zuwendet zu dir. Gut, und Leine verkürzen. So, richtig. Loben an der Brust streicheln einmal. So, und jetzt gehst du mit Leinenführung reizabgewandt an das Feld. Genau. Geh noch ein Stück mit dem kleinen Louis darüber. Genau, und du bist jetzt Leitplanke. Bleib nur Leitplanke. Bleib an ihrer Schulter, bleib an ihrer Schulter, bleib an ihrer Schulter. Bleib so, so, so. Und ruhiger. Einmal kontaktieren, Ocean. Ocean,
Ist nicht schlimm. Klasse. Nicht schlimm. Und nach vorne entlasten. Jetzt darf sie nach vorne. Lange Leine. Geöffnetes Maul. Der Hund hat das Großhirn benutzt. Und wir haben jetzt immer noch das Problem des fremden Hundes eigentlich im Sichtfeld von ihr. Und sie kontaktiert dich. Das heißt, sie hat jetzt das gelöst, ne? Die Spannung quasi auch noch mal so ein bisschen in Eigenorganisation, hat sich wieder mit dir verbunden. Schau jetzt mal zu dem Weimaraner hin. Wir gehen noch mal einen Schritt, zwei Schritte, einen Schritt, zwei Schritte. Gut, stehen bleiben. Gut. Und anschauen und ausatmen. Richtig cool. Das sind riesen Fortschritte für diese Hündin. Großes Kino. Mega. Gut, bleib mal dort stehen, Guido. Gut, mega. Wir gehen noch mal zwei Schritte auf den stehenden Walmi zu. Lange Leine, ne? Lange Leine. Ausnahmslos lange Leine. Genau, okay. Achtung. Genau, gut. Gut. Und stehen bleiben. Bleib nur stehen. Schnuppern ist jetzt so ein bisschen Verlegenheitsschnuppern. Der Hund geht nicht zufällig jetzt diese Kurve. Ne? Das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Information, dass sie diese Kurve auch gehen kann. Dass sie da noch mal so ein bisschen den Bogen gesucht hat, noch mal aus diesem Brennpunkt noch mal rauszufinden. Gut, du schaust noch mal zum Weimi. Gut. Und nimmst noch mal jetzt, wenn sie bereit ist für Kontakt, noch mal Kontakt auf. Warte kurz. Und warte auf den Kontakt, warte auf sie. So loben. Richtig gut. Und immer, das Ding ist kein Pferd. Mach so, Langstrich, der, good girl. Genau, in Fellrichtung. Genau, so, lass sie das verarbeiten. Ganz toll. Das macht sie richtig großartig. Richtig schön. Sie wittert jetzt auch, sie setzt sich mit dem Gegenüber auseinander. Ne? Das heißt, sie versucht schon Informationen zu sammeln. Was hat der kleine Mann da gestern gegessen? Ganz, ganz, ganz großartig. Sehr schön. Tolles Ergebnis. Mega. Jetzt würde ich mir wünschen, du greifst jetzt noch mal die Leine auf kürzer, ganz freundlich, hol sie zu dir, ihr seid Freunde. Genau. Gut, einmal sortieren, bleib ruhig und entschlossen. Und jetzt gehst du noch mal reizabgewandt, geht der kleine Luis noch mal auf den grünen Streifen, gehst noch mal reizabgewandt mit ihr daran noch mal vorbei. Der findet das unheimlich, das Gebüsch. Okay, und führen, kurze Leine, therapeutische, an die Schulter vom Hund, gepennt. Alles gut. Genau, die Leitplankenfunktion ist eine ganz wichtige Funktion, dass du mehr oder weniger, sie hat das zwar jetzt richtig gelöst, sie ist ja mehr oder weniger in der Orientierung nur nach. Ich würde mir nur wünschen, dass du es schaffst, quasi diese Zone einmal zu halten, weil du hältst. Du bist wichtig für sie im Moment. Und dass sie dann durch dich begleitet wird, durch diese Situation, durch ihr kontaktiert und sie kann wieder in die freie Bewegung. Aber ansonsten mega Ergebnis, ganz tolles Ergebnis. Ich hätte jetzt gerne folgende Lösung formuliert für die Ocean, dass sie mehr oder weniger vor der größten Brennpunktsituation alleine entscheiden kann, dass sie dich gerne kontaktiert im Problem. Das Problem ist noch weit genug weg. Sie kontaktiert dich. Ab dem Kontakt bist du therapeutischer, leinenführender Halter. Das bedeutet aber, sie kommt nicht an dir vorbei. Die Information ist, ich bleibe dein Fels in der Brandung für den Hund. Das heißt, wenn ihr quasi aneinander vorbeigeht, bist du hier der Fels in der Brandung. Wenn hier irgendwann die Spannung weniger wird für die Ocean, wenn du an dem kleinen Weimi vorbeigegangen bist und sie ein bisschen ihre Entspannung mit dir gemeinsam in der Leinenführung abbauen kann, gibst du sie dann nach vorne, dass sie dann quasi in die Autonomie wieder geht. Du lässt sie aber nicht alleine im Problem, dass sie wirklich schafft, das mit dir auch zu verbinden. Daddy ist für mich da, ohne Streit, und wir können gemeinsam diese Situation viel besser lösen, als wie ich es alleine schaffe. Ja. Super, okay. Wir versuchen es jetzt nochmal, weil sie konnte ja gerade so ein bisschen am Guido vorbei. Wir versuchen es jetzt tatsächlich so zu bleiben, dass sie mit ihm gemeinsam an dem Hund deutlich mehr vorbeigeht und mit ihm gemeinsam mehr in die andere Richtung entspannt. Aus dem Problem raus. Super. So, okay. Und jetzt kann der Luis nochmal vorbei. Und du schaust zum Luis hin. Genau. Geh ruhig unten auf dem Festen. So, ja, und nach vorne gehen lassen. Sehr gut. Lange Leine entspannt. Großartig. Toll. Richtig gut. Das war jetzt vorbildlich. Das war ein wirklich schönes Bild, wie man
sehen konnte, dass die Ocean in Erleichterung sich an ihren Halter anlehnen konnte, mit ihm gemeinsam diesen Brennpunkt neu betrachten konnte, aushalten konnte, sich geleitet fühlte, fast so ein bisschen dankbar war. Die Dankbarkeit hat gerade ein Ende. Genau, jetzt ist sie umgehalten. Dass sie mit dieser Anleitung jetzt viel besser klarkommen kann, als wenn man so strikt und streng in der Leinenführung immer so ein bisschen zu viel erwartet von dem Hund. Vielleicht einfach mal so ein kleines bisschen die Hand reichen, ausatmen, Fels in der Brandung sein, da sein, sie nicht vorbeilassen, sondern einfach mal sagen, ich weiß und ich glaube an dich, dass du an der Stelle wirklich auch in der Gleichmäßigkeit und Bewegung bleiben kannst und ruhig bleibst. Hat sie super gelöst. Mega.